Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Empires of the Undergrowth. Unsere Königin ist unersättlich und wir haben hier sogar noch eine Kellerassel dazu bekommen. Das ist ja ein schönes Ding. Das ist die Belohnung von unserer letzten Folge Frontline, die wir gespielt haben. Als Blattschneider-Ameisenvolk gegen Wanderameisen, die probiert haben, uns zu töten und uns als Nahrung zu benutzen. Ja, so, jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier überhaupt weitergeht. Na, Formicariums Herausforderung Teil 3. Müssen wir mal schauen. Eine unvorbereitete Kolonie wird das nächste Experiment nicht überstehen. Sorge dafür, dass du ausreichend Vorräte angelegt hast. Schwierigkeit. Nehmen wir mal leicht und so weiter und so weiter. Ja, gucken wir mal. Wir haben aber ja hier erst nochmal Dinge einzusammeln. Ne? Das heißt, 305 Nahrung haben wir derzeit von 1550, die wir haben könnten. Und jetzt schicken wir mal unsere geballte Arbeiterkraft sozusagen raus und gucken mal, dass das hier alles irgendwo wieder unten eingelagert wird. Sollen wir noch mal gucken, ob wir hier das ein oder andere vielleicht noch updaten können. Und das Schöne ist ja, sobald sich das hier updatet, gehen in den Feldern links und rechts davon natürlich auch noch mal die Werte nach oben, sodass wir da dann auch weiter updaten können. Jetzt hat man es hier schön gesehen. So, und schon steigt das hier natürlich ins, nicht unermessliche, aber es steigt, sodass wir 2750 derzeit schon an Nahrung aufnehmen können. Und ja, der Rest bringt das von da oben natürlich auch alles schön runter. Wir werden auch nicht alles brauchen, weil wir natürlich noch ein bisschen ausbauen müssen. Das heißt, hier haben wir wie viel? 80 Felder haben wir. Okay, das heißt, wir haben jetzt 16 mal Arbeiter. Das dürften die hier vorne sein. Genau. Dann haben wir 15 mal unsere Artilleristen. Das könnten die hier sein. Genau. Und 22 mal die Kämpfer. So, aber dann machen wir das doch einfach so. Wir bauen hier doch noch mal ein bisschen aus. Und was haben wir hier für Jungs? Ja, wird sich zeigen. In jedem Fall können wir von denen immer mehr gebrauchen. So, dann kommen die dahin. 60 Stück. Und jetzt gucken wir hier noch mal rein, ob wir denn hier noch irgendwas freischalten können. Ja, das haben wir eigentlich alle schon freigeschaltet. Könnten wir jetzt nur noch mal zusätzlich freischalten. Brauchen wir aber eigentlich nicht, ne? Und abgedatet sind sie alle. Also, das haben wir erstmal. Okay. Ja, hier kommen wir auch an den Rand unseres Formikariums. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ob es sinnvoll ist, letztendlich eine zweite Reihe aufzumachen. Fernkämpfer sind immer gut. Wir brauchen natürlich aber auch normale Kämpfer. Ja, sind die noch nicht verbunden oder haben wir da jetzt einfach andere hingelegt oder wie? Merkwürdig. So.
Und da sind das hier unsere großen Jungs gewesen. Ah, das waren unsere großen Jungs. Es macht natürlich gar keinen Sinn, dann hier die anderen reinzubauen. Hm, das war blöd. Okay, da haben wir die. Hm. Das hier sind noch ein paar Arbeiter, genau. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Kann man die eigentlich abreißen? Ja, ne? Ja, ist ärgerlich, weil wir jetzt hier einfach ganz, ganz viel an Nahrung verschenkt haben. Aber ich möchte natürlich es wie immer einheitlich haben, ne? Ja, ein Leben und ein Sterben, hätte ich fast gesagt. Ein Geben und ein Nehmen. Es ist, wie es ist. So, bauen wir da noch ein paar rein. So, und dann haben wir jetzt noch 50 Felder übrig. 50 Felder übrig. Das sind die. Die Nahrungsmittellager sind voll. Okay. So, 24 Felder haben wir noch. Habe ich da schon wieder falsche gebaut? Das ist doch nicht zu fassen. So machen wir das jetzt. So, und jetzt gucke ich erst, was das ist. So, das sind hier die. Genau, und das sind die. Das heißt, hier bauen wir noch ein paar Fernkämpfer hin. Gut, Fernkämpfer. Dann kommen jetzt unsere normalen Kämpfer. Da brauchen wir nämlich auch noch ein paar von. Genau, die kommen da noch mit hin und hier vorne bauen wir jetzt tatsächlich ein paar Arbeiter rein. Ich meine nämlich, dass das so war, dass je mehr Arbeiter wir haben, desto mehr dann auch hier zum Schluss an Larven hin und her getragen werden kann und schneller gebrütet und geschlüpft werden kann und so weiter und so weiter. Ne? Alles wichtige Dinge. So, da ist noch ein bisschen Nahrung, das könnt ihr auch noch mit runtertragen. Ja, läuft doch. So.
Ja, 9 Felder haben wir noch. Da kommen dann noch ein paar von den großen rein. Theoretisch können wir die Felder hier unten natürlich auch noch mit ausnutzen. Aber ich will gleich erstmal gucken, was denn die neue Formikariums-Herausforderung ist und wie viel wir da insgesamt brauchen. Ob wir das Ganze hier nochmal upgraden müssen oder ob das ja, gleich dazu führt, dass wir hier anfangen müssen, noch mehr Kampftruppen sozusagen zu bauen. Haben wir hier, dann haben wir hier die gelben. Kann ich schaden. Komm, hin da. Jo, das passt ja. Genau, das sind die dicken Jungs hier. So, und dann haben wir doch jetzt eigentlich erstmal alles da. Wir haben 1662 von den Krümeln noch, beziehungsweise von der Nahrung. Hier müsste noch irgendwo eine rumliegen. So, und dann müssten wir jetzt eigentlich alles haben. So, und dann fangen wir einfach an und gehen in die neue Formikariums-Herausforderung. Nehmen wir wieder die Schwierigkeit leicht. Oh, da kriegen wir noch mal ein bisschen was dazu. Level spielen. Machen wir. I'm afraid we've ran out of time. It doesn't matter if the nest isn't perfect. Run the experiment, then clear out the specimens and bleach the equipment. Yes, yes, I know. I'm doing it. And when you are finished here, I think we should have a word about your conduct around the laboratory. I think we should have a word about your conduct around the laboratory. What was that? Nothing, nothing. Starting the experiment. Good. Okay. Let me know when you have a result. So, jetzt haben wir hier noch eine... Badlands. This is it. The winner will have the privilege of joining me for the ultimate test. The real final experiment. The loser will be relegated to the waste disposal. Formicariums are connected. Let the war commence! Na, jetzt bin ich gespannt. I wonder which colony will strike first. Na, das werden ja wohl wir sein. So, los geht's. Attacke, Attacke. The Raptors finally meet. Interesting combinations. I wonder which is more effective. Our Raptors are beating back the counterparts. Victory seems within their grasp. But what's this? Could it be the almighty hand of God? Ha! What the fuck? Da hat er einfach mal von meinen Ameisen welche kaputt gemacht. So, jetzt sehen wir aber auch, dass wir hier schon eine ganze Menge an Verlusten haben. Ne? Also wir sehen unsere Ameisen, die hier vorne gerade noch brav gekämpft haben, sind jetzt mittlerweile schon ein wenig overwhelmed. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die alle irgendwie hier zurückholen.
Und dann wird jetzt hier gleich in dem Ding gekämpft. Most of our raptors are fighting very far from their nest. I wonder, what would happen if their queen was threatened? Yes, these mole crickets should reveal the relevant behaviors. Okay, jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir gucken müssen, dass hier unten noch irgendwas passiert. Genau. Jetzt müssen wir uns schon mal ein bisschen zurückziehen. Möglichst nah ran an unseren Bau. Und eigentlich ist egal, ne? Wir können die auch jetzt direkt alle in eine packen. Sieht aber gar nicht mal so gut aus. Ja, hier unten schlüpfen jetzt natürlich wieder welche. Das heißt, unsere Arbeiterinnen, die hier unten am Laufen sind, die müssen sich jetzt beeilen, um hier schnellstmöglich Nachwuchs zu schaffen und zu generieren. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man hier unten eine ganze Menge von den Typen auch noch hat. Fürchte aber, das sieht erstmal gar nicht mal so gut aus, weil wir weder Nahrung haben noch irgendetwas anderes in der Form. Ja, also. Could our colony be in trouble? Alle zur Königin. Verteidigt sie. Ja, das war nix. Also. Harte Herausforderung. Harte Herausforderung. Pathetic, useless ants. Perhaps this new colony will prove to be a superior research subject. Ja, was soll man sagen? Eine harte Herausforderung. Unsere Königin hat sich tapfer und wacker geschlagen. Ist aber leider Gottes doch draufgegangen und wir haben gesehen, dass die Nahrungsvorräte doch sehr, sehr schnell, ja, letztendlich zu Neige gegangen sind und dass die Wissenschaftler oder der Wissenschaftler doch ein bisschen eingegriffen hat. Und zwar nicht zu unseren Gunsten, so muss man es sagen. Aber wir werden es nochmal probieren und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.